du echt nicht. Das ist jetzt echt irgend so eine schwule Truppe lang gelaufen, hat mir hier den ganzen Zaun zerrotzt. Hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht dann jetzt also weiter. Der Luftabwurf, der ist gefunden. Der war ganz schön weit versteckt hier im Wald. Und was ist drinne? Bauplan, Eisenstiefel, Antibiotika, Schmerzmittel und noch ein Messbecher. Sehr schön. Alles Dinge, die wir bestimmt gebrauchen können. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal sofort wieder zurück. Müssen unsere Spitzhacke unbedingt reparieren. Ich würde gerne noch ein bisschen Stein mitnehmen. Können wir aber leider nicht. Aber ihr könnt natürlich noch Holz mitnehmen. Das würde natürlich noch Sinn machen. Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal hier, um nichts mehr zu verpassen. Und dann gilt es jetzt eigentlich nur noch, die letzten Vorbereitungen zu treffen für die Nacht Nummer 7, wenn wir dann gleich angegriffen werden. Ja, ein paar Skillpunkte haben wir auch noch. Können wir hier mal schauen. Wir haben 18 Stück. Der einseitige Mechaniker. Wäre vielleicht ganz gar nicht so blöd, sowas zu nehmen, wenn wir dann halt so. Ah, Player Level 20 möchte er jetzt hier haben. Fertigen Reparaturmeister. Nein, das ist irgendwie alles noch nicht genau das, was ich so haben möchte. Den Messerjungen. Den nehme ich wohl. Also ja, die letzten drei Punkte kommt. Die sparen wir uns jetzt einfach mal. So mal so eine Reihe an den großen Holzzahnstochern basteln. Haben wir die Holzstacheln, 22 Stück können wir machen. Machen wir auch, reicht nur leider noch nicht. Brauchen wir locker noch 22 Stück dabei. Zombies irgendwie hier in Sicht. Da ist ja auch, da gleich noch jemand so das Leben schwer macht, aber ich sehe jetzt gerade nichts. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen auf jeden Fall. Ja, unsere Ausdauer natürlich wie gewohnt. Moment auch noch völlig am Ende. Das kann ich mal nachgucken. Der Qualitäts-Joe bei Plündern. Plünderung 20 möchte er haben. Ich brauche 8 Punkte. So,
Das haben wir schon mal. So, Rezepte. Ja, nochmal 16 Stück dazu. Und weiter geht das fröhliche Holzschlagen. Was? Das ist schon leer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nun gut, gehen wir mal langsam wieder Richtung Heimat. Ja, besonders langsam. Am allerbesten natürlich. Etwas Lehm wollte ich noch mitnehmen. Na gut, komm hier. Ist erstmal ordentlich was. Sammeln wir noch Lehm? Gut. Das schon ein paar Mal gehabt. War man hier einfach so in Gedanken und am Graben und habe dann gar nicht gemerkt, dass ich hier eigentlich jetzt gerade schon seit ein paar Minuten am Erde sammeln bin und gar kein Lehm hier wirklich finde. Ich möchte ja doch zusehen, dass ich so schnell wie möglich die Basis so vernünftig aufbaue, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte eigentlich nicht, dass das wie in der Experimental so ein Anführungsstrichen so ein Mammutprojekt wird, was sich so lange zieht. Ich will das schon recht schnell vernünftig stehen haben. Wobei ich natürlich dann auch innerhalb der verschiedenen Anbauten und Bauweisen natürlich auch die Verteidigung immer wieder verbessere. Was natürlich dann auch Sinn macht. Jetzt klar, die erste Nacht hoffe ich mal, die vernünftig überstehen. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich die Zombie-Horden eingestellt habe. Das habe ich mal nicht auch auf Standard stehen lassen. Der Hordenintervall, der uns da angreift, der auch schon was zu futtern, hat ja eine bestimmte Anzahl, die man dann nach Bedarf erhöhen oder halt niedriger setzen kann. Niedriger möchte ich es natürlich nicht unbedingt setzen. Erhöhen, ja, kann ich in Zukunft dann irgendwie mal drüber nachdenken, je nachdem, wie jetzt diese Nacht vonstatten geht. Wenn jetzt am Ende kein Zombie an die Mauer kommt, weiß ich natürlich, klar, ich kann das ruhig erhöhen. Wenn ich jetzt aber nachher 20 Zombies in meiner Basis sitzen habe und ich selber einfach nur quer durch die Nacht sterbe, dann macht es natürlich wenig Sinn, mir da noch mehr Zombies in die Bude zu holen. Deswegen möchte ich einfach mal abwarten. Kannst du euch mal bitte jetzt dazwischen setzen? Wie sich das dann am Ende verhält? Ja, wie ich schon erwartet hatte, das reicht alles leider noch nicht. Wo kriegen wir jetzt noch ein bisschen Holz her? Irgendwo hier in der Richtung vielleicht. Ja, ich weiß aber gerade alle wäre.
bin stumpf drüber hergelaufen. Ist mir jetzt aber fast egal. Ich möchte eigentlich jetzt hier in erster Linie nur Holz haben. Ist sie gestorben oder hat sie sich hingelegt zum Schlafen? Wovon ist denn sie jetzt gestorben? Wieso ist sie einfach umgefallen oder? Ich habe nichts gemacht, also ich hatte meine Axt in der Hand und ich habe wirklich nicht geschossen. Auch wenn ich sonst ja echt der Typ bin, der schon mal auf einen Zombie schießt. Da will ich mich jetzt nicht von freisprechen, aber die habe ich wirklich nicht getötet. Verrückt. Wirklich verrückt. Hier lernt man nie aus in dem Spiel. So, wie viel Holz haben wir? 280. Da sollten noch ein paar Holzstämme noch drin sitzen. Aber mal ein Vogelnest mit ein paar schönen Federn für uns. Ja, das war wohl nicht der Kopf. Das war auch nicht der Kopf. Das ist jetzt aber der Kopf. Macht ein ganz langes Gesicht und einen ganz langen Hals. Ekliger Typ. So wie du aussiehst. Ha, die 14, die werden immer noch nicht reichen. Überhaupt noch gar nicht. Besonders nicht, wenn man die so setzt. Brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück mindestens noch. Wir brauchen überhaupt die Holzstangen. Ich habe es noch gar nicht drauf geachtet. Wie spät ist denn das? Ist ja schon anfangen zu gewittern. Hallo, bleibt mal ruhig. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Bevor ihr mich hier tot sehen wollt. Ich mache hier ja schon Stress. Irgendjemand kann das hier wohl nicht abwarten, endlich zu sterben. Und ich hoffe ja mal, dass nicht ich das bin, der dann endlich sterben wird. So, 6 Holzstacheln haben wir. Haben wir 8. Gut. 9 Stück noch dabei. Das sollte dann ja wohl jetzt passen. Sofern ich das vernünftig platziert bekomme, ohne das jetzt wieder in die Luft zu setzen oder sonst wie. Zum Beispiel so. Egal. Mehr als kaputt gehen kann es nicht. Und wird es auch wohl nicht. Ich hatte noch mit Talle und anderen lustigen Kram in der Tasche. Eine Dose Chili. Hätte ich jetzt voll Hunger drauf. Ja, Rezepte. Hier die Creme nochmal herstellen.
Dann wollen wir uns gleich mal hier ans Ausrüsten machen. Ihn brauchen wir auch nicht. Schaufel brauchen wir nicht, Spitzhacke nicht. Klauenhammer zum Reparieren vielleicht schon. Genauso wie eventuell Pflastersteine. Das wäre vielleicht auch gar nicht so blöd. Wo haben wir Stofffetzen? Hier. Ersthilfeverband herstellen. So, Warteschlange löschen. Hier oben ist gerade richtig, dass er jetzt gerade hier ist gerade hier oben jetzt noch volle Pull angegriffen werde. Wenn ja, das wäre ein starkes Stück. Lebensmittelvergiftung schon wieder. So, hier Antibiotika nehmen. Was? Antibiotika hilft gar nicht gegen die Lebensmittelvergiftung. Das wird hier ehrlich gesagt echt immer verrückter. So echt nicht. Das ist jetzt echt irgend so eine schwule Truppe lang gelaufen, hat mir hier den ganzen Zaun zerrotzt. Der hat echt einen Schaden. Also ich gehe hier los, farm hier wie der letzte Idiot mir hier alles zusammen, versucht das noch alles rechtzeitig zu schaffen, nur damit irgendwelche Zombies hier langlaufen und alles wieder zerdeppern. Das wollte ich jetzt nicht, den ausweiden. Pfui, so Quatsch meine ich. Und dann sind die sogar noch so kackfrech und haben nicht mal was Cooles dabei. Das ist ja noch mit am allerallerschlimmsten. Dafür hatte ich jetzt aber schon feste Plätze. Da möchte ich es natürlich dann auch hinsortieren. Gut, da habe ich ein Aloe Vera drin. Hier habe ich 7. Oh, komm schon. Ein Ersthilfeverband möchte ich mir noch gerne reinpfeifen.
füge da noch einen neuen erstellen. So, gut, hier haben wir jetzt auch ein paar Pflasterstellen noch fertig zum Reparieren. So, komm da raus. Ja, ich bin immer gespannt, aus welcher Richtung sie kommen. Vielleicht nicht von da, denn da haben sie ja gerade meine Verteidigung zerdeppert. Die Blödmänner. Vorne hat auch alles schon leicht Schaden genommen. Ja, reparieren lohnt sich jetzt natürlich nicht mehr. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne Daumen nach oben da. Abonniert mich gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Fight Night. Und mal gucken, ob wir leben oder sterben werden. Bis dahin und tschüss.